Herzlich willkommen zu dieser zweiten Vorlesungseinheit zum Thema Verfeinerung von REST-Schnittstellen. Jetzt kümmern wir uns um technische Detailthemen. Eines davon ist das Thema Transaktionen. Jetzt fragen Sie sich sicher zu Recht, naja, Transaktionen hat doch irgendwas mit Datenbanken zu tun. Also vielleicht erinnern Sie sich noch an das Thema Asset-Eigenschaft und sowas. Was hat das jetzt mit dem REST-Interface zu tun? Dazu muss man sagen, Transaktionen sind ein größeres Thema, denn sie haben als Benutzer, wenn Sie eine Oberfläche gebe, arbeiten Sie ja auch mit einer Menge von Daten und die Daten sind jetzt erstmal nicht mit der Datenbank synchronisiert und wenn Sie dann einen OK-Knopf drücken, dann wird ja wahrscheinlich eine Datenbanktransaktion ausgeführt. Aber Sie wollen eventuell auch als Benutzer über einen längeren Zeitraum die Änderungen, die Sie machen, als atomare Änderung sehen. Also die Änderungen werden dann ganz ausgeführt oder gar nicht ausgeführt. Also haben Sie auch in der grafischen Oberfläche so eine Art transaktionales Verhalten. Nur, dass diese Transaktion, die Sie da haben, diese logische oder Benutzertransaktion, durchaus sehr lange dauern kann. Also mehrere Tage eventuell oder noch länger. So, und da haben wir dann, wenn wir das akzeptieren, haben wir das Problem, naja, was machen wir denn jetzt, wenn jetzt zwei oder drei verschiedene Clients über längere Zeiträume auf dieselben Daten zugreifen, aber plötzlich das Problem, was machen wir mit parallel auftretenden Änderungen? Und genau darum soll es in diesem Foliensatz gehen. Was mache ich mit Daten, wo ich Kopien am Client habe, die separat, unabhängig voneinander geändert werden können? Wie repariere ich das am Server? Und da werden Sie das Thema optimistisches Logging kennenlernen. Warum wollen Sie überhaupt was wissen über Transaktionen? Naja, überlegen Sie sich mal Folgendes. Sie haben eine Datenstruktur, die besteht aus mehreren Teildatenstrukturen, also von mir aus ein Projekt mit Membern und allen möglichen dranhängenden Objekten. Was Sie jetzt wollen, ist, wenn Sie das Projekt geändert haben, sollen alle Änderungen als Atom an die Datenbank geschickt werden. Also entweder alle an die Datenbank oder keiner an die Datenbank. Was Ihnen nicht passieren darf, ist, dass zum Beispiel ein, zwei Teile gespeichert werden und der Rest dann nicht, weil es abstürzt. Dann haben Sie plötzlich inkonsistente Daten drin. Also Sie brauchen diese ganz oder gar nicht Eigenschaften und deswegen brauchen Sie Transaktionen. Also Transaktion heißt, alle Objekte werden entweder zusammengespeichert oder gar kein Objekt wird gespeichert, sodass Sie immer von einem konsistenten Zustand in den nächsten hüpfen können. Wie gesagt, und klassisches Gegenbeispiel ist, wenn Sie mal von irgendeiner Firma hören, die irgendwie einen halben Datensatz in der Datenbank gespeichert hat, dann wissen Sie, eigentlich haben die wahrscheinlich das Transaktionskonzept vergeigt. Was man da vergeigen kann, habe ich schon so ein bisschen angesprochen im JDBC-Vortrag, nämlich dann, wenn Sie zum Beispiel sagen, eine Transaktion ist ein einzelner SQL-Befehl, und Sie müssen jetzt sozusagen komplexes Datengeflecht aus mehreren Inserts zusammensetzen und jedes Insert ist eine eigene Transaktion, dann kann es natürlich sein, dass der Server ihn nach zwei, drei Inserts abbraucht und alle anderen Inserts nicht mehr durchgehen. Und genau dann haben Sie einen halben Kunden gespeichert. Also das darf Ihnen nicht passieren. Kann halt so sein, dass Sie sozusagen, wenn Sie, sagen wir mal, einen Client betrachten, der Client lädt sich ja Daten von unserem Server, den wir bauen, und hat der Client eine Kopie davon. Und das kann natürlich ein zweiter Client auch noch eine Kopie haben und ein dritter auch noch. Und der Client-Bearbeiter macht ja nicht innerhalb von wenigen Millisekunden laden und dann wieder speichern, sondern der wird Änderungen durchführen und braucht dafür eine gewisse Zeit und mehrere ändern parallel. Also muss man sich irgendwie da überlegen, was mache ich, wenn ich da Konflikte kriege, also wenn zwei denselben Datensatz ändern und ich dann das Lost-Update-Problem kriege. Da schauen wir uns eine Lösung an, die auch von JPA und anderen Sachen unterstützt wird. Also was ist nochmal eine Transaktion? Ganz kurz zur Wiederholung, wie gesagt, das kennen Sie aus Datenbanken 1 schon. Eine Transaktion ist, und das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft, ist atomar. Das heißt, alle Änderungen, die ich in der Transaktion zusammenfasse, werden entweder ganz ausgeführt oder ich mache ein Rollback und sie werden gar nicht ausgeführt. Also ich will die Atomarität haben, damit ich Konsistenz zwischen mehreren Zuständen erhalten kann. Also während der Transaktion ist es vielleicht irgendwie in sich inkonsistent, aber nach einer Transaktion habe ich immer wieder einen konsistenten Zustand. Und das ist auch die zweite Eigenschaft, das heißt Consistency, das heißt jeweils nach allen Transaktionen ist der Datenbankzustand oder auch der Serverzustand oder auch der Zustand in der Queue immer wieder konsistent. Ich hüpfe sozusagen von einem konsistenten Zustand in den nächsten. Isolation bedeutet, ich habe, wenn ich mehrere Transaktionen parallel habe und alle laden Daten heraus, dann sieht eventuell die eine Transaktion nicht die ungeänderten Daten von der anderen Transaktion oder die geänderten Daten von der anderen Transaktion. Also die Transaktionen sind voneinander derart isoliert, dass die nur einen Teil ihrer Änderungen oder gar keine Änderungen
oder alle Änderungen sehen. Also diesen Isolationslevel können Sie verstellen in Datenbanken. Das können Sie von Read Uncommitted, jeder sieht alles, bis hin zu Serializable. Das wäre so, als ob man die Transaktionen hintereinander hängen würde und keine sieht die Änderungen von gar keiner anderen. Also da können Sie daran spielen, an einem Isolationsgrad von den Transaktionen. Also immer, wie gesagt, Isolation muss man sich merken, mehrere Transaktionen laufen parallel. Und die Frage ist, darf eine Transaktion die unbestätigten Änderungen der anderen Transaktion sehen? Das verstehen Sie mit der Isolation. Und Durability heißt, die Änderungen einer Transaktion sind dauerhaft in der Datenbank gespeichert. Und häufig wird gesagt, eine Transaktion hat diese Asset-Eigenschaften, unabhängig davon, ob die Transaktion jetzt an der Datenbank ist oder an unserem Applikationsserver. So, Transaktion hier nochmal zur Wiederholung. Häufig habe ich sozusagen Transaktionsbeginn, dann mache ich ein paar Änderungen, dann mache ich einen Commit und alles wird am Stück in die Datenbank geschrieben zum Beispiel. Oder ich starte die Transaktion und es macht irgendwo explodiert was, Inkonsistenz oder irgendwas anderes ist kaputt und dann mache ich einen Rollback und gehe wieder an den Startzustand zurück und alle Änderungen werden dann verworfen. Das sind jetzt so die beiden Optionen, die ich bei einer normalen Transaktion habe. So, und wie ist es jetzt bei uns gelöst? Dazu müssen wir Folgendes wissen. Dieser orange Kasten ist der Applikationsserver, also quasi unser Spring Boot. Und unser Client, also ich simuliere das mit Postman, macht Requests und Replies sozusagen. Also wir haben mal so klassische HTTP-Requests. Spring Boot hat jetzt einen Interceptor eingebaut. Das nennen die Aspekte. Das ist so ein entlehnt aus der aspektorientierten Programmierung. Da kann ich Funktionen unterbrechen und da sozusagen andere Funktionen drauf tun. Zum Beispiel, wenn ich einen Request mache, macht der eine Transaktion auf und wenn die Antwort zurückkommt, macht der einen Commit oder falls hier ein Fehler auftritt, macht er halt einen Rollback. Und das ist sozusagen drangeklebt von außen in Spring Boot. Und wenn Sie gar nichts tun, ist dieses Verhalten so gewählt, sobald Sie den Server betreten, geht eine Transaktion los. Sobald ein Server wieder verlassen, wird das Ding mit Commit bestätigt. Es sei denn, Sie konfigurieren es anders. Also man kann da verschiedene andere Verhaltensvarianten wählen. Das würde jetzt aber wirklich den Rahmen von VV sprengen. So, was haben wir jetzt für ein Problem? Wir haben das Problem, wenn mehrere Clients gleichzeitig die Daten laden, und zwar denselben Datensatz. Ich mache Ihnen das gleich vor am Beispiel eines Projektes. Was passiert, wenn zum Beispiel zwei Clients denselben Kundendatensatz parallel ändern? Also beide laden den Datensatz, haben dann eine Kopie von dem Kunden in ihrem Hauptspeicher, also in dem JavaScript-Code, hat ja erstmal nichts mit ihrem Java-Code zu tun und modifizieren dann an den Kopien der Datensätze herum. Und was passiert denn dann? Beide ändern parallel und wenn sie sozusagen keine Vorkehrung treffen, haben sie das Lost-Update-Problem. Ne? Beide machen eine Änderung, beide speichern und der letzte gewinnt, weil der Konflikt zwischen beiden gar nicht erkannt wird. Und um diesen Konflikt zu erkennen, machen wir nun Folgendes. Wir verpassen dem Datentransferobjekt, was an den Client geht. Ich habe jetzt also keine besonderen DTOs eingebaut, sondern ich nehme gleich direkt die Entität. Dem Ding verpassen wir einen Versionszähler. Und dieser Versionszähler wird bei jedem Speichern inkrementiert. Das heißt, bei jeder Speicheroperation kriegt der Versionszähler eine Nummer dazu. Jetzt kann ich Folgendes tun, wenn ich speichere, kann ich ja den Versionszähler von dem Datensatz, der vom Client kommt, mit dem Datensatz aus der Datenbank vergleichen. Wenn die gleich sind, dann darf er speichern und dann wird der Versionszähler um einen erhöht. Wenn die Dinge ungleich sind, heißt das ja, wahrscheinlich hat der Client einen zu alten Datensatz gekriegt, weil der Versionszähler, bevor er speichern konnte, bereits erhöht worden ist, weil der andere erfolgreich war. Und dann schicken sie dem, der nicht erfolgreich war, eine Fehlermeldung. Und wie gesagt, und der Versionszähler wird dann bei jedem Speichern um einen inkrementiert und alle Clients oder der erfolgreiche Client kriegt natürlich den geänderten Versionszähler mitgeteilt. Und ich zeige Ihnen da den Sparansatz. Es gibt den advanceden Ansatz von der Firma, den mit noch weiteren Header-Parametern im HTTP-Request. Das hänge ich Ihnen dann in die Show Notes rein. So, also was brauchen Sie? Sie brauchen eine weitere Spalte in der Datenbank, den Versionszähler. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Projektklasse gemacht und die Projektklasse hat jetzt hier ein neues Attribut mit dem Versionszähler. Das heißt, damit machen wir sozusagen die optimistische Sperrkontrolle. Wenn Sie dem dieses Version mitgeben, dann geschieht der Rest automatisch. Was genau passiert, zeige ich Ihnen gleich. So, also Sie hat einen Versionszähler. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie das Ding sich verhält. Ich starte den einfach mal und dann zeige ich Ihnen, wie das Programm funktioniert. So, also das heißt, ich lege jetzt in meiner Datenbank mit einem Post-Request ein neues lustiges VV-Projekt an.
schicke ich dem. Das ist so die Implementierung von letzter oder vorletzter Woche noch. Das heißt, ich kriege jetzt hier von meinem Server, das ist der also fast ungeänderte Code, kriege ich einen 201 zurück. Also er hat es erzeugt und ich kann mir hier das Projekt mit der Versionsnummer 6 holen. Das heißt, das machen wir vielleicht noch mal ganz kurz. Ich mache hier einen GET-Request. GET HTTP Localhost 8080 Projekt Nummer 6. Gucken wir mal, ob er das gleich macht. Und dann kriege ich hier mein lustiges VV-Projekt zurück, so wie es in der Datenbank gespeichert war. So, und wenn ich jetzt einen Put-Request mache, jetzt mal versuche ich das Ding mal zu ändern. Das heißt, dann schicke ich dem mit der ID 6 das zu ändernde Projekt hin. Ich lösche das hier nochmal raus. Das kommt sozusagen, der war falsch. Ich schicke dem jetzt sozusagen eine Änderung hin, dass das also ein doll blödes VV-Projekt ist. Und ich gehe davon aus, dass die Version, die ich gekriegt habe, das kann ich mir anschauen, genau. Welche Version habe ich gekriegt? Ich mache hier nochmal einen GET-Request. Sie sehen, ich habe hier Version 0 gekriegt. Und wenn ich jetzt einen POST-Request mache, muss ich ihm sozusagen die Version wieder mitschicken. Und wenn ich das mache, mache jetzt hier einen Put-Request, ändere den Datensatz Nummer 6 und mache aus dem lustigen Projekt ein blödes Projekt. Wozu hat dann der Versionszähler geführt? Nämlich, dass der automatisch diesen Versionszähler um einen erhöht. Das ist sozusagen der Antwortdatensatz vom Server. Ich schicke den geänderten Datensatz zurück und jetzt hat er das blöde VV-Projekt abgespeichert und der Versionszähler ist um einen erhöht. Wenn ich jetzt hier den Versionszähler 1 wieder gebe und ich sage jetzt hier ein fantastisches VV-Projekt, schickt ihm das hin, geht die Änderung wieder durch und der Versionszähler ist 2. Das heißt, das hat er jetzt automatisch für uns gemacht. Beim Speichern wird der Versionszähler immer automatisch um einen erhöht. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz in der Datenbank. Das heißt, wir machen hier mal die Datenbank auf. Und Sie sehen hier bei dem Projekt haben wir jetzt hier eine Spalte Version Select Stern from Projekt Run. Und Sie sehen hier, der Versionszähler von meinem VV-Projekt ist 2, wie er das hier auch darstellt. So, dieses Add-Version hat beim Speichern noch zu was Weiterem geführt. Und zwar macht er eine besondere Form des Update-Statements. Ich habe ja hier extra das SQL rausgelockt. Und Sie sehen hier, ich habe jetzt das Projekt, ein super tolles VV-Projekt angelegt. Und wenn er jetzt hier ein Update macht, das sehen Sie hier, macht er hier alle möglichen Set-Aufrufe. Aber was der noch macht, Sie sehen hier in der Where-Bedingung, hätte man normalerweise nur auf der ID geprüft. Also ändere den Projektnamen, wo die ID entsprechend ist, wie man sich das vorstellt. Aber er prüft gleichzeitig noch auf die Versionsnummer. Das heißt, wenn ich dem vom Client entsprechende Version mitgebe, also in dem Fall, ich will die Version 2 ändern, muss ich also eben hier die Version 2 mitgeben, dann geht der Update nur dann durch, wenn ich hier wirklich die korrekte Version mache. Und Sie können ja von SQL abfragen, ob die Version, also wie viele Datensätze geändert worden sind bei dem Insert Statement hier vorne, bei dem Update Statement hier vorne. Und wenn der geändert hat, dann war der Versionszähler zutreffend. Wenn der 0 geändert hat, dann war der Versionszähler zu alt und dann kann ich einen Fehler schmeißen. Das zeige ich Ihnen jetzt dann am Source Code, wie man das weiter verarbeitet. Das heißt also, der Versionszähler, sollten Sie schon mal wissen, der wird automatisch mit reingebaut und der Versionszähler taucht in jedem Update und jedem Delete Statement immer auf. Einfach, wenn Sie auf die ID prüfen, prüfen Sie parallel auf die auf den Versionszähler und wie gesagt, deswegen ändert er den Datensatz, wenn die Version stimmt, und er ändert ihn nicht, wenn die Version nicht mehr stimmt. Und das heißt, so können Sie dann den Konflikt direkt im SQL-Code erkennen. So, jetzt müssen wir diesen Versionszähler in unserem Code berücksichtigen. Das brauchen wir an zwei Stellen. Und zwar immer dann, wenn existierende Daten geändert werden. Das heißt, wir müssen das Put ändern und wir müssen das Delete ändern. Alle anderen Sachen, Post und Get sind wurscht, die liefern hier nur den Versionszähler mit. Also nur ändernde Operationen muss ich mir anschauen. Ich zeige das mal an vielleicht nicht ganz so hyperhübschem Code. Was ich jetzt hier bei Put mache, ich lasse mir das zu ändernde Projekt mitgeben, brauche ich ja sowieso beim Put-Request, das hatten sie schon.
Und was ich jetzt hier mache, ist, jetzt prüfe ich, ob das Ding, was der aus der Datenbank gelesen hat, also der Versionszähler von dem gelesenen Datensatz aus der Datenbank, übereinstimmt mit dem Versionszähler, den der Client mir geschickt hat. Wenn das nicht übereinstimmt, dann schickt er mir einen Konflikt zurück. Ich zeige das mal, wie sich das verhält. Ich mache hier einen Put-Request und gebe dem hier eine zu alte Versionsnummer mit. Also ich tue jetzt mal so, als ob ein Client mich überrundet hätte und jetzt macht er das, schmeißt den Fehler. Das heißt, dann kriege ich hier eine 409 Konflikt. Das heißt, der probiert das hier. Jetzt probiere ich einfach mal verschiedene Versionszähler aus. 2. Das ist dann okay. Wenn ich jetzt hier nochmal Windows 2 schicke, kriege ich wieder einen Konflikt, weil natürlich ich habe hier der Versionszähler wurde geändert und ich habe das ja hier in dem Rückgabewert mitgekriegt. So, also das heißt, ich vergleiche den Versionszähler aus der Datenbank mit dem vom Client. Wenn die ungleich sind, schmeiße ich einen Konflikt. Und so kann ich erkennen, ob mir ein anderer Client die Daten unterm Hintern weggeändert hat. Wichtig dabei ist jetzt noch Folgendes. Ich muss natürlich den neuen Versionszähler mit zurückliefern. Das heißt, ich darf jetzt hier sozusagen nicht das To-Update mit zurückschicken oder das P, sondern ich muss hier tatsächlich mir vom Projekt Repo sozusagen das geänderte Objekt zurückgeben lassen und schickt das dann wieder zurück, dass der Client, dessen Änderung durchgegangen ist, auch den Versionszähler hat. Gleiches beim Delete-Request. Auch hier schicke ich jetzt den zu löschenden Datensatz mit. Das war in letzter Woche noch nicht so. Und auch hier mache ich den Versionszähler-Vergleich und schicke den Konflikt zurück, wenn die Versionen ungleich sind. So. Also das war sozusagen in Kürze die Möglichkeit, optimistische Sperrstrategien zu machen und sozusagen das Lost-Update-Problem in den Griff zu kriegen. Idee beim Lost-Update-Problem ist Folgendes. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier mehrere Clients, die sich meinen Datensatz tralala geladen haben. Und der eine kommt halt durch mit seiner Änderung. Wahrscheinlich ist das Versionsnummer 3. Uhu. Der eine kommt halt mit seiner Änderung durch und kann die Version 4 erzeugen. Der zweite, der mit demselben Datensatz eine Änderung schickt, holla, kriegt den Konflikt gemeldet. Der hat jetzt eine zu alte Versionsnummer, die neue Versionsnummer war ja schon 4 und der kriegt einen Konflikt geändert. So, das war jetzt so eine Sparimplementierung vom optimistischen Locking innerhalb des Servers. Also wie gesagt, Sie brauchen den Versionszähler und müssen dann hier beim Speichern, also bei allen ändernden Funktionen jeweils den Versionszähler kontrollieren. Und wie gesagt, der Rest passiert dann eigentlich mit Datenbankmechanik und JP. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das optimistische Locking in der Schnittstelle umzusetzen. Die funktioniert aber nicht so hübsch, wie ich mir das dachte, sonst hätte ich das als Video aufgenommen. Sie können sozusagen die Caching-Mechanismen von HTTP verwenden und Sie verwenden dann, um die Versionszähler an den Client zu übertragen, den Header-Parameter e-tag. Und wenn der Client Ihnen was zurückschickt, machen Sie das mit if-match, mit dem Header-Parameter. Da gibt es eine Darstellung von Novatec im Internet, hänge ich Ihnen in die Shownotes rein. Mir war es dann zu kompliziert, das nachzuprogrammieren. Deswegen habe ich jetzt die vereinfachte Variante mit dem Versionszähler in dem Transferobjekt gemacht. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es zum Thema optimistische Sperrstrategie mit Hilfe eines Versionszählers. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.